Moin und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Vorwerkssektion der Formationstrainer am Sonntag, dem 11. November 2012. Und wir beginnen natürlich mit UUP. Schafft es erneut am Freitag ein höheres Hoch und ein höheres Tief zu bilden. Wir haben nach wie vor eine bullische Formation in der Stochastik. Kennen Sie, das Momentum kommt ein bisschen zurück. Wir machen neben dem höheren Hoch und dem höheren Tief eine potenzielle Reversal-Kerze. Sie sehen, potenzielle Reversal-Kerze, noch eine potenzielle Reversal-Kerze. Trotzdem geht der Markt nach oben und bildet die nächste potenzielle Reversal-Kerze, nämlich eine sogenannte Hanging-Man-Formation. Was ich Ihnen zeigen möchte, ist, diese Kerzenformation ist eigentlich extrem bärisch. Das nennt sich eine Gap-Up-to-Black-Cross-Kerze oder in diesem Falle To-Red-Kerzen, denn sie eröffnen mit einem Gap, haben einen Eröffnungskurs, aber der Eröffnungskurs wird abverkauft. Am nächsten Tag haben sie ein Gap, es geht noch ein bisschen weiter nach oben, aber das wird nochmal abverkauft und sie schließen sogar hier im Bereich des alten Tiefs möglicherweise mit einem tieferen Tief. Das ist eigentlich eine bärische Formation, in der Regel müssten aber die Kerzen, die Körper hier größer sein. Wichtig ist mir, dass man eben nicht nur mit reinen Kerzenformationen den Markt versucht abzulesen, sondern dass man sich immer wieder hier daran orientiert. Das nochmal aus edukativer Sicht, dass es wichtig ist, dass man sich klar macht, was macht die Stochastik. Und wenn sie so bullisch ist wie hier, dann sind die Kerzen eher untergeordnet zu betrachten, es sei denn, sie bekommen einen Volumenpeak. Wir haben aber keinen Volumenpeak bekommen. Was wir haben ist, wir sehen jetzt ein bisschen mehr Volumen als das, was wir hier in dieser Trading Range hatten. So einen richtigen Peak sehen wir allerdings bis jetzt noch nicht. Bleiben wir bei den Kerzen und bei den horizontalen Marken bzw. den gleitenden Durchschnitten. Horizontal 22,25. Ganz wichtige, entscheidende Zone. Hier Widerstand durchgegangen, hier Unterstützung gefunden, ganz kurz und dann abverkauft worden. Und da kommen wir also potenziell hin. Plus, wir haben in diesem Bereich die 200-Tage-Linie. Das ist eine große, große Widerstandszone, wenn der Markt dorthin kommt und wenn man sich das Ganze im Wochenchart anschaut. Wir hatten, nachdem wir in der letzten Woche diese Trading Range nach oben verlassen hatten, hatten wir eine Kaufformation generiert und wir hatten gesagt, das ist eine Doppelbodenformation und hat Potenzial an die 22, 25, 26 heranzulaufen. Da ist nicht nur der Doppelboden zu Ende, da ist nicht nur die 200-Tage-Linie, sondern in diesem Bereich haben wir auch die 50 und die 20-Wochen-Linie. Also großer, großer Widerstand für den US-Dollar auf dem potenziellen Weg nach oben. Widerstand bedeutet nicht, dass der Tagesstart sofort bärisch wird. Aber es ist dann durchaus möglich, dass hier ein Reversal stattfinden kann. Kann also interessant sein für ein Positionstrading. Wenn man sich Euro-Dollar im Gegensatz dazu anschaut, wir haben hier eine sehr bärische Bewegung gemacht, nachdem wir diese aufsteigende Trendlinie bärisch gebrochen hatten. Wir gehen unter die 20-Tage-Linie, brechen sie, scheitern an ihr, gehen dann auch durch die 50er und durch die 200er, scheitern auch an der 200-Tage-Linie. Und mittlerweile kommen wir hier im Bereich einer sehr, sehr interessanten Unterstützungszone. Sie sehen hier diese horizontale Unterstützung und wenn ich sogar noch ein bisschen weiter zurückgehe, warten Sie, ich muss hier auf 1000 Einheiten gehen, dann können Sie das hier sehen. Auch hier in diesem Bereich nicht ganz sauber. August 2010 auch schon mal Unterstützung gewesen, aber hier wirklich sauber. Hier Unterstützung, Unterstützung gebrochen, Widerstand, Widerstand und so weiter und so fort. Und da kommen wir hier also eine übergeordnete Unterstützungszone hin. Wichtig ist, dieser Markt wird dann nicht in einer Bewegung so laufen, denn sie haben eine K&D-Linie, die sind umeinander geschlungen unterhalb der 20er-Marke. Allerdings ist die K-Linie auch bei 6. Und wann immer sie so extrem tiefe Werte in der Stochastik bekommen, müssen sie vorsichtig sein. Da neigt der Markt zumindest dazu, ein Reversal zu bilden. Und deswegen wollen wir hier in diesem Bereich auch ein Positionstrading eingehen als Reversal und werden eine halbe Position spielen, Euro gegenüber dem US-Dollar. Und zwar mit der Triggermarke im Bereich der 1,2675. Mit dem Stop im Bereich der 1,2568 bedeutet also, wir haben hier 50 Pips Risiko. Wir spielen nicht nur einfach einen überverkauften Markt, der zweifelsohne auch sehr bärisch ist, aber auf Unterstützung sich befindet, sondern wenn man sich hier das Ganze über die kleinere Zeitanhalt anschaut, nämlich den 4-Stunden-Chart, hier spitzt sich nämlich ein bullischer Keil immer weiter zu und wir haben also hier so langsam, zumindest über die kleinere Zeitanhalt, Sie sehen, wir haben hier die bullische Divergenz, die wir hier aufbauen, haben wir Potenzial in einer bullischen Bewegung zumindest an die 200-Tage-Linie beim Euro-Dollar-Pärchen heranzulaufen. Und deswegen bauen wir hier eine erste Position auf. Wir haben bereits eine Position beim australischen Dollar gegenüber dem US-Dollar. Diese Position ist gesichert in dem Sinne, dass wir hier in dieser bullischen Bewegung ein Take-Profit mitgenommen haben mit
86 Pips und haben aktuell nur noch 28 Risiko im Markt. Wir machen, und das ist eines der wenigen Devisenpaare, was gegenüber dem US-Dollar hier ein höheres Hoch und ein höheres Tief in der Woche gebildet hat, eine Kaufformation in der Stochastik hat und ein steigendes Momentum, obwohl wir gerade unterhalb der Nulllinie sind. Das ist ein kleines Problem. Wir schaffen es in dieser Woche sogar oberhalb der 20-Wochen-Linie zu schließen. Wir haben Potenzial, nach oben zu laufen, und wenn wir schließlich und endlich diese absteigende Trendlinie per Körperkante oder per Schatten bullisch gebrochen haben, dann kann nochmal wirklich Potenzial beim australischen Dollar gegenüber dem US-Dollar entwickelt werden. Zumindest hier an diese Zone, an die 1,0750. Die Frage ist, ob wir noch dabei bleiben werden, was diese Trading-Bewegung angeht, denn wir sind nach wie vor im Bereich einer wichtigen Unterstützungszone im Tageschart. Die Körperkantenlinie im Tageschart hält. Wir sind oberhalb von allen gleitenden Durchschnitten. Wir sind aber auch nicht weit weg von unserem Stop-Loss. Wir haben nämlich unser Stop-Loss im Bereich der 1,0354 platziert. Wenn Sie über den Stundenchart oder über den 4-Stunden-Chart diese Schattenlinie zeichnen würden, dann sehen Sie, Mensch, das ist exakt an unserem Stop-Loss. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass der Markt hier unser Stop-Loss abholt und dann dreht. Jetzt ist es ja extrem verführerisch zu sagen, ach komm, setz das Ding noch 20 Pips weiter drunter und dann wird man schon sehen, dass man dann zumindest nicht die Position wegen ein paar Pips verliert. Aber so dürfen Sie nicht arbeiten. Ich kann Ihnen auch sagen, warum. In dem Augenblick, in dem Sie ein eisernes Gesetz, nicht eine Regel, ein Gesetz brechen, ein Stop-Loss, wird niemals gegen meine Position bewegt. In dem Augenblick, in dem Sie es das erste Mal machen, machen Sie es ein zweites, ein drittes, ein viertes und so weiter und so fort. Es geht hier nicht um ein Trade. Es geht darum, dass Sie Regeln brauchen für Ihr Trading. Und eine wichtige Regel, und für eine Regel kann ich es ja nicht sagen, weil es ist ja wirklich, von der Regel gibt es eine Ausnahme, aber von Gesetzen gibt es keine Ausnahme. Das ist ein Gesetz. Sie dürfen ein Stop-Loss nicht gegen sich selbst bewegen. Wenn Sie abgeholt werden, dann bauen Sie eine neue Position auf. Aber versuchen Sie nicht, Ihr Stop-Loss gegen sich zu bewegen, auch wenn in diesem Bereich sehr, sehr viel Unterstützung ist. Das ist etwas, was Sie vielleicht als Take-Home-Message von diesem Video für sich selbst mitnehmen können. Ich werde Ihnen gleich noch ein anderes Pärchen zeigen mit dem US-Dollar, nämlich Singapur-Dollar gegen den US-Dollar, auch sehr, sehr interessant, zeigt sich ebenfalls sehr, sehr stark in den letzten Wochen gegenüber dem Dollar. Wenn man also bedenkt, dass der Dollar bald am Ende seiner bullischen Bewegung ist, dann könnte der Singapur-Dollar sehr interessant sein. Aber weil wir gerade beim australischen Dollar waren und weil wir gerade bei unseren Positionen, die wir nächste Woche eingehen wollen, sind, zeige ich Ihnen auch den britischen Pfund gegenüber dem australischen Dollar. Erkennen Sie, bin ich mir ganz sicher, was ist das? Das hier ist eine Low-Base-Formation. Schatten, lange Schatten nach unten. Allerdings, Sie sehen, diese Low-Base-Formation wurde schon abverkauft, aber wir sind hier nicht unter diese Schatten drunter gegangen. Wir haben eine bärische Konstellation in der Stochastik. Wir haben ein fallendes Momentum und haben Potenzial, wenn dieser Markt nach unten abverkauft werden sollte. Wenn man sich das Ganze über den 4-Stunden-Chart anschaut, schauen Sie sich das an. Wir haben hier eine bullische Kaltformation gebildet, die haben wir bärisch aufgelöst. Und anschließend gehen wir im 4-Stunden-Chart eben in diese Trading-Range über. Das heißt, nach oben hin haben wir sehr, sehr viel Widerstand im Bereich der 1,5367. Und wenn der Markt hier nach unten abverkauft werden sollte, dann kann es durchaus an diese Zone, an die 51,70 heranlaufen. Wir wollen hier ebenfalls eine halbe Position spielen. Allerdings, wir haben das Ganze, warten Sie, zeige ich Ihnen noch einmal, doch nochmal über den Tagesstart. Wir spielen hier die Trading Range der letzten Tageskerze und setzen unser Stop im Bereich der 1,5413 und wollen bei der 1,5285 eingestoppt werden. Schauen Sie sich das gerne auf unserer Triggerliste an, wenn Ihnen die Zahlen zu schnell gehen. Wichtig ist, um noch einmal hier auf diesen 4-Stunden-Chart zurückzukommen, das ist ein, wie soll ich sagen, Hochsicherheitstrade, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze bärisch aufgelöst wird und weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier an diese Zone, an diese Trendlinie heranlaufen sollten, sehr groß ist. Und deswegen wollen wir auch für unsere erste Position ein Take Profit im Bereich der 51,80 eingehen, wollen dann aber auch den Rest laufen lassen und sehen Potenzial, dass der Markt hier weiter durchläuft. Das ist ein CRV für unser Take Profit von 1:1. Aufgrund dieser Trendlinie, die wir hier sehen, aufgrund der Konstellation mit dieser horizontalen Marke, wollen wir auf jeden Fall Teilgewinne realisieren und wollen dann abwarten, was der Markt als nächstes macht. Die Wahrscheinlichkeit, dass das hier eher bärisch aufgelöst wird mit dem 4-Stunden-Chart, mit dem Tageschart, ist deutlich größer, als dass es bullisch aufgelöst werden sollte. Und deswegen ist es uns auch recht, dass wir mit einem Take-Profit im Bereich von 1:1 auf jeden Fall arbeiten werden. Zum Thema US-Dollar hatte ich Ihnen noch ein
Pärchen versprochen, und zwar Singapur-Dollar gegenüber dem US-Dollar, andersrum gesprochen, US-Dollar gegenüber dem Singapur-Dollar. Wir haben einen Ausverkauf hingenommen und seitdem laufen wir hier lange, lange Zeit seitwärts, haben gerade eine aufsteigende Trendlinie gebildet, und Sie sehen, wenn diese aufsteigende Trendlinie bärisch gebrochen werden sollte, dann sind wir per Körperkante, per Schatten unterhalb der 20-Tage-Linie, und Sie sehen, wir haben hier Potenzial von der Stochastik, dass dieser Markt auch richtig schön abverkauft werden kann. Der Dollar, haben wir gesehen, hat aber noch ein bisschen Potenzial, und deswegen werden wir uns das auch noch eine Weile angucken. Auf jeden Fall noch Montag, vielleicht Dienstag, und dann werden wir entscheiden, ob wir hier eine Position aufbauen wollen oder nicht. Aktuell zwischen der 20er und der 50er, Sie wissen es, so etwas ist immer sehr, sehr interessant, wenn man hier eine Position aufbauen will. Und was uns, wie gesagt, auch sehr gut gefällt, ist sehr, sehr bärische Bewegung, und der Markt hatte sehr, sehr viel Zeit, ein bisschen diese überverkaufte Situation abzubauen und jetzt Potenzial zu haben, nochmal bärisch durchzugehen. Wenn sich das Ganze über den Tageschart anschauen, das ist eine zu lang geratene Low-Base-Formation. Allerdings, Sie sehen die K&D-Linie. Wir haben zwar eine Kaufformation, aber die sind immer noch unterhalb der 20er-Marke. Und wir wollen jetzt abwarten, was die nächsten Tage bringt. Wenn das nämlich hier bärisch aufgelöst werden sollte, Sie mögen jetzt sagen, ja, das ist ja nicht mehr viel. Das sind 180 bis 200 Pips Potenzial auf der bärischen Seite. Ist bei uns ganz heiß auf Watch aktuell, wenn es darum geht, hier prozyklisch ein Trade durchzuführen. Kanadische Dollar, japanische Yen sind wir ausverkauft worden. Oh Mann, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Wochen sind wir innerhalb einer Trading Range. Das ist zäh wie Kaugummi. Jetzt ist es extrem verführerisch zu sagen, nee, also guck mal, wir sind jetzt hier an der unteren Begrenzung der Trading Range angekommen. Die Bullen sind in den Markt gekommen, wir sind oberhalb der 50-Wochen-Linie, wir sind oberhalb der 20-Wochen-Linie. Dann kauft man doch hier die untere Begrenzung, wenn es nochmal in den Schatten hineingeht. Und dann kann der Markt nochmal nach oben laufen. Das Problem ist, wir haben hier mittlerweile eine klar fallende K&D-Linie und ein fallendes Momentum, was aktuell noch oberhalb der Nulllinie ist. Allerdings, Sie wissen nicht, was nächste Woche passiert. Und schauen Sie sich das an, das hatten wir in dieser gesamten Trading Range während dieser 14 Wochen nicht, dass der Markt einfach mal von oben nach unten diese gesamte Trading Range abverkauft wird, und zusätzlich machen wir ein höheres Hoch und dann machen wir ein tieferes Tief. Das ist eine potenzielle Reversal-Kerze. Es kann sein, dass der Markt jetzt hier Unterstützung findet und zurückkommt. Es kann aber auch sein, dass er nochmal weiter drunter gehen will an die 78, 51. Mit dieser Konstellation sind wir aktuell jetzt vorsichtig, einfach blind in Anführungszeichen Positionen gegen den japanischen Yen im kanadischen Dollar zu spielen. Zumal wir jetzt diese aufsteigende Trendlinie bärisch aufgelöst haben. Zumal wir die 200-Tage-Linie sehr deutlich bärisch verlassen haben. Auch wenn die Bullen hier in den Markt gekommen sind und diese Unterstützungszone, diese Trading Range gekauft haben. Denn auf dem potenziellen Weg nach oben sind wir jetzt auf der falschen Seite der Trendlinie, auf der falschen Seite der 200-Tage-Linie. Da gilt es jetzt einfach zu sagen, okay, also der Markt ist abverkauft worden, nachdem wir hier in einem aufsteigenden Dreieck waren. Sehr, sehr bullisch mit der Bewegung, mit der Berührung der aufsteigenden Trendlinie und 200-Tage-Linie geworden sind, nach oben gelaufen sind und auch per Tagesschlusskurs diese horizontale Marke gebrochen hatten. Egal, der Markt wird innerhalb von 2,5 Tagen brutal abverkauft. Man realisiert sein Risiko, was man im Markt hatte, seine 35 Pips Risiko, und jetzt darf man kein Rache traden, sondern jetzt muss man sagen, okay, ich bleibe jetzt cool, ich warte jetzt ab, bis sich in den kleineren Zeiteinheiten irgendwas Bullisches zeigt. Habe ich nicht für Sie, ne? Aber ich zeige Ihnen das sehr gerne. Schauen Sie sich das an, zum Beispiel über den 4-Stunden-Chart. Dieser Markt fällt gerade einfach nur, klar, der ist im Bereich der Unterstützungsmarke, aber sehen Sie irgendeine Formation? Ich sehe keine. Abverkauf, Konsolidierung, Abverkauf, Konsolidierung. Sie wissen nicht, was als nächstes passiert, und deswegen gilt es hier zurückhaltend zu sein. Ähnlich ist es auch beim Euro gegenüber dem japanischen Yen. Wir haben eine aufsteigende Trendlinie bärisch aufgelöst. Wir sind unterhalb der 20er, 50er, 200er, 20er. Wir haben hier sehr, sehr viel Unterstützung, nämlich 100er und dann im Bereich der 99, 80. Nicht nur, weil hier die 100-Tage-Linie ist, sondern auch, Sie merken sich hier, wir sind hier sehr, sehr bärisch, die K&D-Linie, kommen so langsam beide unterhalb der 20er-Marke an, sondern auch über den Wochenchart. Was haben wir hier? Wir haben nicht nur die horizontale Unterstützungsmarke, schauen sich dieses Tief an, da also das Tief bei 100,21, aber auch die 20-Wochen-Linie im Bereich der 99,83. Hier ist extrem viel Unterstützung, gleichzeitig sehr bärische Kerze, fallende Momentumlinie, Verkaufsformation in der Stochastik, diese bärische K&D-Linie umeinander haben wir jetzt bärisch aufgegeben. Geduldig sein.
Vielleicht kann es Mitte der Woche interessant werden. Vielleicht bildet sich dann über die kleinere Zeiteinheit etwas. Aktuell sieht man hier nichts. Und deshalb gilt es jetzt nicht einfach blind diese Zone zu kaufen, sondern Geduld zu haben und abzuwarten. Wie gesagt, zumal auch über den Tag eine aufsteigende Trendlinie gebrochen ist. Australische Dollar gegenüber dem japanischen Yen präsentiert sich deutlich bullischer. Wir sind oberhalb der 20er, 200er, 100er und 50er. Zweifelsohne, und wir haben diese horizontale Unterstützungszone im Bereich der 82, 84 gehalten. Präsentiert sich stärker. Allerdings Verkaufsformation, auch wenn wir ein steigendes Momentum haben. Und wenn man sich das Ganze im Wochenchart anschaut, diese Kerze sieht deutlich weniger bärisch aus als zum Beispiel die Kerze, die wir bei Euro-Yen haben. Aber auch hier höheres Hoch, um dann anschließend ein tieferes Tief zu machen, auch wenn es nur 3 Pips sind. Und wir haben glasklar eine Kaufformation in der Stochastik, aber parallel verlaufendes Momentum, High-Base-Formation kann man sie nennen. Allerdings mit dem höheren Hoch und dem tieferen Tief muss man abwarten, was der Markt als nächstes macht. Auch hier sollte man nicht einfach blind in den Markt hineingehen. Wenn man etwas gegenüber den japanischen Yen bullisch spielen möchte, dann ist der australische Dollar aktuell zumindest am interessantesten. Und damit kommen wir zum Knochenbrecherpärchen. Ähnlich. Schauen Sie sich das an. Wir haben Unterstützung durch die aufsteigende Trendlinie. Wir haben aber auch Widerstand durch die horizontale Marke und durch die 200-Tage-Linie und durch die 20-Tage-Linie. Und jetzt kann jeder von Ihnen raten, und ich sage ganz bewusst raten, was wird denn jetzt passieren? Werden wir mit dem Schatten, was wir hier gebildet haben, eine Fortsetzung nach oben finden und der US-Dollar wird sich gegenüber dem japanischen Yen stärker entwickeln? Oder werden wir diese aufsteigende Trendlinie brechen und an die 50-Tage-Linie heranlaufen? Ich weiß es nicht, und wann immer ich es nicht weiß, was der Markt als nächstes macht, wann immer der Markt mir undurchsichtig erscheint, da stecke ich meine Hände in die Tasche, und wenn es nicht reicht, dann setze ich mich sogar auf die Hände drauf, damit ich nicht unreife Positionen trade. Haben Sie besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das nächste Video-Update zu den Forexes gibt es am Dienstagabend, aber selbstverständlich werden wir Sie über unsere Triggerliste zu den Forexes informieren, wenn sich etwas Interessantes im Forex-Markt auftun sollte. Besten Dank, mein Name ist Hamed Estashari alias Wolke